Warum gibt es nicht 24/7? Sleep quality good. Nein, also im Großen und Ganzen ist es einfach begründet zum neuen Job, den ich zwar noch nicht angetreten habe, aber dessen Konsequenzen ich jetzt schon mal etabliere. So, jetzt muss ich hier nochmal neu anfangen. Die Himmelwesen geben uns so viel, dennoch kennen wir nur einen Bruchteil ihres Wissens. Wir starren wie Kühe auf ihre kreiselnden Pferde und großen, runden Vögel. Ja, wem es gefällt, ne? So, was ist denn hier? Hitzeschlag 0%. Körpermasse. Ach, Körpernässe steht da, ne? Ja, 1%. Okay, alles klar. Also, es scheint gerade sehr heiß zu sein, was ein bisschen doof ist. Und wir brauchen, glaube ich, die Fackel hier nicht mehr gerade, ne? 425 Kalorien. Davon können wir gleich mal eins essen. So, denn ich glaube, die Fackel brauchen wir in der Tat nicht. So, wo ist denn meine Peilung jetzt? Da hinten ist meine Peilung. Dann gehe ich doch mal hier runter zurück. So, pass auf, die essen wir mal. Zack. Super. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich hier unten rum dahin zurückkomme. Was sind das denn für Dinger da? Da stehen Bojen. Okay, pass auf, ich schlag mich mal. Ich versuche mich mal hier durch die Steine durchzuschlagen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich nehme mal die Taschenlampe. Ne, funktioniert nicht, ne? Oder? So ein bisschen labyrinthisch. Okay, pass auf. Ich probiere mal was anderes. Da komm schon wieder rauf. So. Ich wollte eigentlich den Teleporter benutzen, ne? Vielleicht muss ich auch einfach nur hier oben rumgehen. Aber das war doch die Höhle, wo wir gerade durchgegangen sind, ne? Ja, ich glaube schon. Leuchtfeuer? Nein. Mach doch keinen Unfug hier. So. 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 Dann halt da drauf. Dann da drauf. So. Ich garantiere mir, ich falle jetzt gleich hier wieder irgendwo runter und breche mir alle Haxen. Ungefähr so. Ja, ich glaube, das hat so keinen Sinn, ne? Ich habe gedacht, ich käme auf einen gut gelegenen Punkt, um eventuell mal den Teleporter darüber zu schmeißen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich gehe hier rum wieder zurück. So, und ich glaube, ich werde hier nochmal kurz am Wasser trinken. Zack, so. Wunderbar, wunderbar. So, wo, da unten ist meine Zielpeilung. Warum habe ich das denn nicht gesehen eben? Hab ich mir da voll dran vorbeigelatscht. Hier, capture the flag. Ich hätte so gerne einen Rucksack gehabt. So, die nächste Zielpeilung ist da hinten jetzt, ne? Ich glaube, ich gehe aber gerade mal zu dem Wrack da vorne. Gehen, nicht rennen, gehen. So, mal gucken, ob ich hier noch irgendwas Interessantes finde. Wie diese Seite hier. Ich versuche immer noch, unsere relative Zeit zu verstehen. Wir bewegen uns so schnell, dass sich jede Sekunde unsere Atome so wenig bewegen, unser Körper objektiv gesehen langsamer bewegen. Uns Monate auf Antworten warten lässt, selbst mit Überlichtkommunikation. Wisst ihr Bescheid? So, gibt es hier sonst noch Tagebuchseiten? Da liegt noch eine. Ja.
Bekomme etwas mehr Freizeit. Es ist schön, auch wenn ich meist Sinnloses mit denselben wenigen Leuten austausche, mit den Leuten. Zeit zu verbringen fühlt sich fast so an wie ein Freitagabend in einer Bar auf der Erde. So, aber mehr scheint es ja auch nicht zu geben, ne? Schade, ich habe gedacht, hier findet man vielleicht coole Sachen. Nein, nicht sprinten, Klaus. Reiß dich zusammen. So, ist das denn beim Springen auch so? Es geht, ne? Es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. So, wir folgen einfach der Peilung weiter, ne? Auch wenn das Wetter gerade irgendwie ziemlich ungemütlich zu werden scheint. Lass uns davon mal nicht beirren. Oh, schade, ich habe gedacht, hier wäre ein Wassertrog. Also nicht, dass wir den jetzt gerade brauchen würden, aber... Man weiß ja nie, was ist das denn da? Oh, it's raining, man. Jetzt gleich sind wir wieder wet. Was bist du? Turmteil. Hohoho, wir haben ein Turmteil gefunden. Sehr schön. So, hier ist aber auch nichts, ne? Nee. Da hinten ist die Peilung. Ich glaube, wir sollten echt mal da vorne Deckung suchen, wenn wir dann da... Alter, ich habe mir gerade gedacht, wo kommt denn die Musik her? Muss wohl aufregend sein, von jedem die Leichen im Keller zu kennen. Ich möchte auch sehr gerne im Vertrauen mit meiner Frau sprechen. Sie vergessen immer, dass ich einer von ihnen bin. Ich bin nicht nur eine... Moment. Überwachungsmaschine. Ich habe nicht nach diesem Job gefragt. Ich habe mich nur für das Projekt beworben. Das war jetzt sehr laut hier, ne? Dieses Unwetter. Tauchermaske. Sehr schön. Ich glaube, so ein... Oh. What the fuck? Alter! Also, man kann sagen, was man will, ne? Aber das sieht schon ziemlich cool aus, wie ich finde. Finde ich nicht übel. Ich bleibe hier gerade mal kurz in Deckung. Jetzt wird mir auch einiges klar, warum das so laut war. So, das Ding ist ja, kommt ja zurück. Man weiß es nicht so ganz, ne? Bei dem Wetter sollte man nicht draußen sein, ja? Habe ich auch gemerkt. So, ich glaube nicht, dass der zurückkommt. Die Frage ist ja auch, ist das der einzige, ne? Wenn ich jetzt, bevor ich jetzt losgehe. Na, komm schon. Spring doch hier mal rüber. Twister. Errungenschaft freigeschaltet, Twister. So, so langsam bräuchten wir relativ dringend mal einen Erste-Hilfe-Pack. Medipack.
Das fehlt The Long Dark noch. Operator Wet. Ja, vielen Dank auch für die Info. Habe ich verstanden. Aber das hilft mir gerade nicht. Alter Schwede, ey, da war ich nicht drauf vorbereitet, auf so ein Ding. So, keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ja, doch, sieht so aus, ne? So, wir folgen mal dem weißen Kabel hier. Das mit dem Wetter ist echt uncool gerade. Am Strand, wo du angefangen hast, liegt doch noch ein Medipack. Ja, aber da, bis ich da jetzt zurückgelaufen bin, habe ich die Hoffnung. Was bist du? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Sehr schön. Haben wir auf jeden Fall schon mal Sachen eingebaut. Was bist du? Tonteil. Hallöchen. So. Was sonst irgendwas? Während wir über Champagner redeten, lächelten Lars und Amon und stiegen mit ins Gespräch ein. Joachim war sicher, dass sie etwas vor uns verstecken und wir auf eine Schatzsuche gehen sollten. Ich musste ihn schnell davon abhalten, Casey davon zu überzeugen. So, ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass der Twister zurückkommt. Weil hier haben wir irgendwie null Schutz gerade, ne? Turmteil. Ach, guck mal, uns werden die Turmteile, glaube ich, auf der Karte angezeigt. Ne? Diese Kringel hier, die da so dauernd aufplöppen, das sind, glaube ich, Turmteile. Ne? Da war es schon wieder. Warte mal, kann man da Unterschlupf suchen, vielleicht? Bist du ein Gebäude, in das ich rein kann? Das wäre total nett von dir. Finde einen Weg in das Gebäude, untersuche das Kabel. Schloss, Mechanismus, Schlüssel benötigt. Hm. Ja, das ist ja doof. Das ist ein bisschen blöd, ne? Ohne Schlüssel kommst du nicht rein. Okay, pass auf, wir werden nochmal einen Happen essen. Gerade. Kreuzung der Straßen. Schon wieder mal. Aber guck mal, da kann man sich bestimmt... Kann man sich hier vielleicht unterstellen oder so? Hm, komm schon, ich muss hier irgendwo... Schlafmangel, ja. Alter, Schlaf? An Schlaf ist jetzt mir immer überhaupt nicht zu denken. Hier muss es doch irgendeinen Mechanismus geben für dieses Ding hier, oder? Bin ich fast von überzeugt, aber ich sehe gerade nicht viel. Boah, so ein bisschen Unterschlupf wäre jetzt echt mal notwendig, ne? Und so langsam merkt man vielleicht doch ein bisschen was vom Survival-Aspekt. Was aber total in Ordnung ist. So, was seid ihr denn hier? Pass mal auf. Ich weiß nicht, ob die Fackel... Den Teleporter nicht. Ich weiß nicht, ob die Fackel ausgeht. Deswegen versuche ich es einfach mal mit der... mit der Taschenlampe. So. Hier haben wir was zu essen. Operator Wet. Schlafmangel. Das Ding ist, hier regnet es rein, ne? Ich entschloss mich, die Vorschriften für unsere letzte Auf...
für unsere letzten Aufnahmen vor der Landung zu umgehen und ließ die Leute länger als 10 Minuten sprechen. Ich hatte schon die Erwartung, dass unsere PPHQ-Vertreter protestieren würden, aber beide waren einverstanden. Jeder fühlte die Anspannung fast da. So, was bist du? Flugschreiber. Schön. Resistenz gegen Fallschaden. Turmteil. Sehr schön. Ein Rohr nehmen wir noch mit. Eine Dose nehmen wir auch noch mit. Ein Rucksack wäre echt so langsam mal total super. Aber, was auch so langsam mal total super wäre, ich, boah, keine Ahnung, sollen wir schlafen? Operator wet. Ach guck mal, es regnet gar nicht mehr, ne? Schlafen wir mal. Wir schlafen mal. Zack. So, wie gut haben wir geschlafen? Sleeping quality good. Na, geht doch. Mann hier. Okay, so, wir wissen aber immer noch nicht, wie wir da reinkommen und wie wir da hinten reinkommen, wissen wir auch noch nicht. Ne? Das bedeutet, ich gehe jetzt erst noch mal hoch zum Turm. Wie kann ich denn das wieder wegstecken hier? Ha? Nee. Na, egal. Dann nehmen wir halt die. Die Taschenlampe in der Hand mit. Nehmt's mir nicht übel, ne, aber an diesem Bewerbungsthema beteilige ich mich gerade mal nicht, denn auch das ist für mich ja gerade so ein Thema gewesen. Ich vermisse dich, Maria. Immer und immer wieder höre ich deinen Aufnahmen in der Nacht zu. Wenn ich deine Stimme höre, beruhige ich mich. Es ist bittersüß wie saure Süßigkeiten. So, hier haben wir noch ein paar Sachen zum Kombinieren. Zack. Ach, eine haben wir nur gefunden, ne? Ja. Elektronik 1, Trümmer 4 von 15, Energiequelle 0 von 1. Okay. Okay, die scheinen hier zu respawnen, ne? Kann das sein? Weil ich bin mir relativ sicher, dass ich hier eben alles aufgehoben habe. Klaus, spiel du nur. Sehr schön. So, und uns ist immer noch heiß, ne? Wo habe ich jetzt... Hier war doch eben noch eine Trümmerpeilung irgendwo. Da. Da ist die Trümmerpeilung. Wir bräuchten noch mal was zu trinken können, ne? Aber ich habe nur Nahrung. So. Heatstroke. Okay, wir sollten vielleicht mal relativ dringend in den Schatten, so wie sich das anhört. 38,3 Grad höher Körpertemperatur, das ist schon nicht gesund, ne? So. Wir setzen uns mal kurz in den Schatten, denn drohende Dehydration. Ich setze mich gerade mal hier in den Schatten, damit die Körpertemperatur ein bisschen Chance hat zu sinken. Ich weiß nicht, ob sie das so tut. 38,6. 38,5, ja, sie sinkt leicht. So, Musik. So. So. Ich werde das jetzt nochmal essen, weil wir einen relativ großen Flüssigkeitsverlust jetzt gerade hatten. Wir warten aber nochmal kurz, bis die Körpertemperatur ein bisschen weiter gesunken ist. Denn das ist unser Problem, ne? Die Dehydration. Müssen wir irgendwie loswerden, ne? So, pass auf, hier können wir doch bestimmt... Ach, guck mal. Oh, hier. Sehr schön. Benutze ich direkt mal. So. Und auch das machen wir schon mal auf.
Es ist halt einfach echt Kalorienverschwendung, wenn wir diese ganzen Dosen jetzt essen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Drohende Dehydration. So, pass auf. Hier gibt es doch bestimmt... Oh, Wasser. Her damit. Wo ist es? Da. Zack, perfekt. Leere Flasche, weg. So, was bist du? Öl. Danke, brauche ich gerade nicht. Aber, ne, leere Flasche brauche ich auch nicht. Aber sowas brauchen wir. Und noch eine Seite gewonnen. Sie sagten uns als Wissenschaftler, dass unsere Familien gerettet werden würden. Wenn noch irgendein Platz übrig wäre, sagten sie, ich erzählte mir selbst, dass eine kleine Chance, meine Familie zu retten, besser wäre als gar keine. Ich bin der Älteste auf diesem Schiff, der Einzige, der auf der Erde war. So. Ja, hier haben wir noch mal ein Bild. Oh, eine Kitty Cat. Umweltverschmutzung. Kannst du einfach leere Flaschen wegschmeißen. Ja, das stimmt natürlich, aber es ist zum Glück nur virtuell. Und ich muss leider sehen, dass mein Inventar sauber bleibt. So. Ein Rohr. Dürfte noch passen. Stein lasse ich mal hier. Inventory full. Deshalb bin ich mitgekommen. Ich habe Polus verlassen, all die Jahre zuvor, der letzte Atem. Ich habe sie zurückgelassen, all die Milliarden zurückgelassen, in dem Waldtrümmerhaufen, den sie zu Hause nennen. So, kann ich irgendwie bitte... Ich möchte das nicht festhalten. Ich möchte... nimm halt die Taschenlampe, wenn du unbedingt was in der Hand haben willst. Okay, so, was haben wir hier noch? Wasserflasche. Ah. Inventory full. Irgendwas muss ich wegtun. Scharfer Stein, Rohr, Taschenlampe. Sorry, ich werf dieses Ding jetzt wieder weg, ne? Weil ich nehme lieber eine Wasserflasche mit, damit ich noch was zu trinken habe. Die, mit der Dose kann ich leider auch nichts tun. So. Irgendein Unterschlupf wäre total super. Ach guck mal, da steht eine Statue, die habe ich gar nicht gesehen. Also ich werde mich jetzt, wir nähern uns gerade dem Ende, deswegen werde ich mich jetzt so langsam mal in Richtung irgendwo hin bewegen, wo wir schlafen können, damit das Spiel speichert. Und zwar werde ich mich erstmal zur nächsten Peilung begeben. Mal gucken, was es da so gibt. Achso, das ist immer noch die Peilung da, ne? Die Peilung da, wo wir keine Schlüssel für haben. Das ist natürlich blöd. Die Statue steht aber schon länger da. Ja, die ist mir nur gerade erst aufgefallen. So, pass auf. Ich sprinte jetzt mal hier in die Richtung runter. Ich würde nämlich gerne irgendwo schlafen. So, hier runtergehen ist bestimmt eine super Idee, ne? Ja, das hatte ich mir gedacht. Funktioniert leider nicht so gut wie bei The Long Dark. So. Aber dennoch brauchen wir einen Platz zum Schlafen, ne? Ich arbeite schon dran. An den 20 Uhr. Die haben wir auch alle schon gelesen. Genau, hier ist nämlich unsere relativ sichere Höhle, sage ich mal. Hier kann man ganz gut schlafen, denn es wird, glaube ich, auch bald dunkel. Ne? Und hier gibt es auch Wasser. Guck mal. Zack. Zack. So. Und ein Feuer, ne? Das ist besonders wichtig. So. Hier gibt es auf jeden Fall auch noch Nahrungsnachschub. Ne? Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Die Frage ist ja, war hier noch irgendwie, war hier noch ein Erste-Hilfe-Ding? Irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Hatten wir... Da lag nur eins und das hatten wir, glaube ich, mitgenommen. Ne? Das ist noch so ein super Ding, Essenspack von der Bundeswehr. Okay.
Wir schlafen mal 8 Stunden. Damit wir vielleicht ein bisschen mehr Wachzeit noch haben, ne? Und zack, aufgewacht. Fast keine Kalorien verbrannt. Ne, wir haben gar keine Kalorien verbrannt. Ah, super, so. Jetzt sind wir wieder vollständig gesund und haben gespeichert, soweit ich das richtig verstanden habe, dass man nach dem Schlafen speichert. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir nämlich hier schon mal Hauptmenü, okay. Ja, also ich finde dieses Spiel auf jeden Fall sehr, also mindestens sehr sehenswert, aber auch durchaus spielenswert. Also gefällt mir echt sehr gut. Von daher war das auf jeden Fall schon mal eine gute Empfehlung. Namens Leo. Es tut mir leid, du kommst leider pünktlich zum Feierabend. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich werde versuchen, am Freitag den Stream stattfinden zu lassen, natürlich, ne? Und am Freitag gibt es dann aller Voraussicht nach The Long Dark. Ich muss mir mal überlegen, was genau. Hast du dir schon Draft angeschaut? Nee, Draft nicht. Ich dachte, das Ding hieß Raft. Jetzt bin ich gerade überfordert. Warte mal. Ja, Raft. Ja, Raft habe ich mir angeschaut. Sieht sehr cool aus, aber. Also, ich habe es selbst noch nicht gespielt. Aber es ist so, dass das echt noch ganz, 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 ganz am Anfang ist, ne? Also, ich glaube, so super viel kann man noch nicht machen. Aber ich habe es mir auf jeden Fall angeguckt. Gefällt mir von der Thematik echt sehr, sehr gut. Okay, Freunde der Sonne, ich bedanke mich fürs zahlreiche Erscheinen. Ich weiß nicht, ob The Solus Project so grundsätzlich was für jeden ist, aber ich fand es nicht schlecht. Also hat mich durchaus angesprochen. Gucken wir mal. Also Freitag gibt es The Long Dark auf jeden Fall. Nichts Anstrengendes habe ich gerade schon gelesen von Friederike. Bitte nichts Spektakuläres bei The Long Dark, hab Spätdienst. Mal gucken, kriegen wir bestimmt irgendwie eingerichtet, dass es nichts Spektakuläres wird. Schauen wir mal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht euch noch einen schönen Abend und nicht zu dolle und so und immer positiv denken. Bis dahin. Tschüss und viel Spaß bei der The Long Dark Folge natürlich von heute. Tschüssili.